Moinsen und willkommen zu einem neuen, ja, Let's Play. Ich habe mich entschieden, daraus ein Let's Play zu machen aus ja, dem folgenden Titel, den ich euch gleich präsentieren werde. Und zwar Wario-Land auf dem Virtual Boy. Und nein, meine Aufnahme ist nicht kaputt und auch nicht euer PC ist kaputt. Falls die Leute den Virtual Boy nicht kennen, der hatte nur diverse Rottöne. Und auch ein 3D-Effekt. Das war so eine, ja, wie ihr es heute vielleicht kennt von der Virtual Reality Brille von Sony. So war das Ding früher auch, allerdings tausendmal schlechter und ja, eine Nintendo-Konsole, die später pleite ging, weil sie eigentlich ihrer Zeit voraus war. Aber es kamen ganz gute Spiele raus, unter anderem auch dieses Spiel, was ich eigentlich erst ein Let's Show machen wollte, aber jetzt wird es doch ein Let's Play. Ein Wario Land. Und ja, es gibt da nur zwei Farben. Ihr werdet das gleich selber sehen. Und es ist dann halt so. Ne? Also, ihr dürft jetzt hier nicht die Monster-Grafik erwarten. Und obwohl die Animation von dem Spiel finde ich persönlich nicht schlecht. Ja, automatische Pause wollen wir nicht. Wir nehmen, genau, wir starten jetzt einfach mal das Spiel. Ich lasse ein bisschen mal das Intro jetzt laufen und erkläre was. Also es ist eine Nintendo-Konsole, wie ich ja schon sagte, und die musste man auf den Kopf setzen. Die hat sehr schon die Nase zerstört und auch die Augen und nun habe ich sie als Emulator hier zum Laufen gebracht und ja, schönes Spiel. Es ähnelt so ein bisschen dem Wario Land 2 auf dem Game Boy. Jetzt wollen wir hier mal ein bisschen heller einstellen, damit man auch ein bisschen was sieht. Ich glaube eigentlich schon. Das Größte, was wir so haben. Und das sind einfach nur die Speicherstände hier. Und wir nehmen ganz einfach mal die erste Tür. Und ja, hier ist so ein bisschen das Intro, obwohl ich das nicht so ganz kapiere. Ja, keine Ahnung, was das da für ein Vieh ist. War irgendwie beim Schlafen gestört und er sieht da hinten irgendwelche Viecher, die irgendwelche Schätze tragen. Ich schätze mal, dass er irgendwie Leute da sieht, die eben Gott, ich gehe ich mal von aus, ich kenne die Story von dem Spiel eigentlich gar nicht, irgendwelche Schätze opfern. Ja, wie ihr hier seht, die laufen da so rum. Und ihr wisst ja, Wario ist ja so ein kleiner Schätzefetischist. Und da muss er natürlich gleich hinterher. Oh, da liegt ja einiges an Schatz hinter, ne? Jo. Jetzt will er dann natürlich rein und kriegt Ärger. Nämlich diese Schätze, die jetzt hier gerade wegfliegen, diese komische Katze da und den ganzen anderen Kram, diesen Gedöns, den kann man im Spiel auch einsammeln. Ja, und dann geht das Spiel schon los. Ja, nun steh auf, komm. Ja, ist ja angepisst, ne, wäre ich auch, da runter zu fliegen und sie alle Knochen gebrochen. Na, komm. Wenn die Lenkung jetzt gehen würde, wäre ich ganz glücklich. Aber sie geht. Ich habe sie vorher getestet. Ja, sie geht. Sehr schön. Also ähnlich wie beim Gameboy-Spiel kann er diese Rempel-Attacke machen. Er kann halt springen, also ganz normal. Er kann auch diese Bauchattacke, er kann kriechen. Und ja, und dann gibt es noch diverse Upgrades, die werdet ihr im Spiel noch sehen. Die allerdings auch aus diesem. Ja, nur ist gut. Die allerdings auch aus diesem Wario Land 2 auf dem Game Boy sind. Also dieser Stier, den gab es ja da und diese Flammenattacke. Aber das werden wir später noch alles sehen. So, jetzt geht's los. Ganz wie gewohnt. Fragezeichenblöcke. Ähnlich wie bei Mario. Jetzt kommt der erste Gegner. Der sieht so ein bisschen aus wie. Wie so ein komischer Frosch mit Hörnern. Also ich weiß auch nicht, was das Ding von mir will. Es kann mir eigentlich gar nichts. Nur ich kann ihm was. Also es ist hier noch recht human, fängt's an. Hier, wenn man 100 Herzen hier gesammelt hat, dann kriegt man extra Leben. Und wenn man die Münzen kann man später, das seht ihr auch noch im Spiel, bei diversen Minigames einlösen. So, jetzt haben wir schon den Stier. Kennen wir auch aus Mario.
und haben diese Stampfattacke als Special. Und der Stier kann natürlich diese riesen Blöcke hier kaputt machen. Oh, ich kann die Gegner aufspießen. Aufspießen. Eine Sache, da wäre ich ganz froh, wenn ihr mir mal so ein paar Virtual Boy Experten von diesem Spiel sagen, wofür diese Wolke hier ist. Ich habe mal das Testspiel gemacht und ich weiß nicht, was dieses Ding hier bringt. Ich habe versucht reinzuspringen, das habe ich noch nicht. Versucht was reinzuschmeißen. Das wäre vielleicht mal eine Idee, dass ich gleich mal so einen Gegner finde. Na, den sollte ich nicht angreifen. Aber hier diesen komischen, was soll ich sagen zu dem? Pferde, Eisen, Frosch. Vielleicht sollte ich den mal reinschmeißen. Mal gucken, ob das was bringt. Ja, du komm. So. Geh weg, du Blöde. Das habe ich noch nicht probiert. Das können wir jetzt gleich mal machen. Ja, man sollte auch reinwerfen und nicht dran vorbei. Aber es ist gar nicht mal so einfach. Kann man nicht irgendwie ein bisschen... Ja, nur nicht... Komm. Komm, jetzt mal hier keinen Unsinn, Wario. Ich treffe das jetzt nicht. Komm, ein Versuch noch. Ja, es ist wirklich so... es ist wirklich so, dass man Gegner reinwirft. Also hat sich die Frage dann schon erübrigt. Man muss da Gegner reinwerfen. Ich glaube, das war... Oh, bei welchem... Es kommt mir irgendwie bekannt vor. War das bei irgendeinem Wario-Titel nicht schon mal, dass man da irgendwas reinpfeffern musste? Jetzt kann ich mich dunkler erinnern. Das war bei Yoshi's Island. Da muss man in so eine Blume was reinmachen. Okay, aber das hat jetzt hier nichts zur Sache zu tun. So, dann kann man bei dem Virtual Game hier noch in den Hintergrund gehen. Wenn man jetzt diese tolle Brille auf hätte, dann würde man sehen, dass es so eine Art 3D-Effekt hat. Das haben wir jetzt natürlich nicht. Ich meine, ich kann den einschalten, der sieht aber grauenhaft aus. Also das ist, ist nicht zu empfehlen. Jetzt der Schlüssel heißt, dass ich quasi das Level beenden kann. Ich muss den Schlüssel einsammeln. Ist schon der erste Schatz, genau. Das wusste ich, also das erste Level ist nicht blind. Ist schon der erste Schatz. Ich weiß auch noch nicht, was das mit den Schätzen bringen soll. Vielleicht ist der Endgegner einfacher zu besiegen. Ich vermute es. Ich weiß es nicht. Oder sind reine Punkte wieder. Bei Wario ist es ja immer so, wenn man in den Spielen viele Punkte macht, dann ist irgendwie nachher das Schloss größer oder seine Toilette ist größer oder was weiß ich. Keine Ahnung. Jetzt wieder diese schlaue Fledermaus, die ich auch jetzt geschickt aus dem Weg räume. Ja, das ist eigentlich schon das ganze Spielprinzip, ähnlich wie bei Wario Land 2 auf dem Game Boy. Und irgendwo habe ich im Internet mal gesehen, das ist auch für Leute, die also absolute Cracks sind. Es gibt, glaube ich, noch irgendwie eine Möglichkeit, diesen Virtual Boy Emulator so einzufärben. Es geht in den Einstellungen übrigens nicht, dass das Ganze hier ein wenig farblich wirkt. Wo und wie man das macht, I don't know. Also in den Einstellungen direkt nicht, da muss man irgendwas ändern, aber vielleicht weiß das einer von euch. Würde mich freuen, wenn man sich dann bei mir meldet. Achso, ja. Ich geh mal in den Fahrstuhl, Mario. So, und jetzt sind hier schon die Minigames. Ich weiß auch nicht, was dieses Vieh hier soll. Das sieht für mich aus wie so ein Hamster oder Hund, der sich da irgendwelche Snacks reinpfeift. Also ich gehe mal von aus, sind M&Ms. Ja, das sind M&Ms. Oder Malteser oder weiß ich was. Also er ist so und guckt Fernsehen. Lass ihn, sage ich. Dann machen wir erstmal das erste Minigame. Das ist Münzen. Ist nichts Besonderes. Hier kann man auswählen, wie viel Risiko man eingeht. Bei 10 Münzen ist die Wahl der Säcke höher. Ihr seht das gleich. Ich nehme mal das Niedrigste. Also 3 Münzen. Das heißt, man hat hier 2 zur Auswahl. Hätte man die nächsten genommen, wären da noch mehr zum Auswählen. Und jetzt muss man eine Entscheidung treffen, sonst... muss man. Entweder treffe ich jetzt die richtige, ich mach mal hier. Ja, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Dann kriegt man halt Münzen dazu. Und hier kann ich zwar mehr gewinnen, hier habe ich auch eine höhere Auswahl. Ich will es euch einmal zeigen, vielleicht habe ich ja Glück. Also jetzt habe ich 4 zur Auswahl. Der sieht verdächtig aus. Daneben. Und das zieht mir natürlich dann gleich wieder Münzen ab. Ganz klar. Dann nehmen wir nochmal den Dreier hier. Links oder rechts, links oder rechts. Ich habe als erstes Intuition, hatte ich den hier. Und die hat gepasst. Meistens ist es ja so, ne? Dann entscheidet man sich als Gamer nochmal um. So, das kann man dreimal machen.
dann ist hier vorbei mit dem Münzspiel. Und dann kann man das Herzspiel machen, was ich persönlich eigentlich nicht so schwer finde. Wie gesagt, nach 100 Herzen kriegt man ein extra Leben. Wir nehmen mal das 300 und hier muss man einfach nur hin und her springen. Ist eigentlich nichts Besonderes. Genau, und möglichst nicht die Fledermäuse treffen. Und dann kommen auch so Fledermäuse, die haben ganz große Diamanten. Das ist ein Risiko. Aber die Diamanten geben ordentlich. Die geben richtig ordentlich. Wollen wir hier nochmal schnell das Herz einsammeln. Und ein paar Herzen abstauben hier. Wenigstens ein extra Leben nachher mitnehmen. Ich versuche mal hier so einen Diamant zu kriegen. Habe ich auch geschafft. Ja, sieht nicht schlecht aus. So, geh mal hoch. Ja, das läuft doch. Nochmal hoch, nochmal hoch, nochmal hoch. Hoch, 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 hoch. Also ihr versteht das Spielprinzip. Ihr seid ja schlau. Meine Fans sind sowieso schlau. Fans. Ist auch so ein scheiß Ausdruck. Meine Zuschauer-Fans. Ja, die stehen hier schon vor der Haustür. Die lasse ich auch... viele stehen auch nicht vor, sondern hinter der Haustür. Lasse ich nicht mehr raus. Nein, nein. Genau, und dann gibt es hier Punkte, wie gewohnt, auch bei den Wario-Spielen. Und das Ganze wird hier abgesaved. Aber das habe ich noch nicht so ganz raus. Deshalb nutze ich, wenn ich das Spiel beende, Save States. Seid mir da bitte nicht böse. Irgendwie speichert der Emulator nicht ab. Oder das habe ich wieder nicht richtig eingestellt. Weil, wie gesagt, ich will ja ein Let's Play draus machen. Ich will es ja durchspielen. Weil das Spiel relativ... Ah, Mist. Relativ, sag ich mal, handelbar ist. Oh, das ist schon der Nachschub hier. Wieder. Nein! Oh, Elmo, was machst du hier wieder? Jetzt ist Wario wieder Mr. T-Irokese. Und kann leider nichts mehr machen, auch bis auf die Gegner raufspringen. Wir kommen runter. Das war doch nicht schlecht. Bitte, bitte. Ja. Das ist besser als gar nichts. Mann, ey, wie kann man den denn killen? Also auf jeden Fall nicht in die Speerspitze reinspringen. Und wenn du klein bist, dann bist du also am Arsch, sag ich mal. Dann kannst du gar nichts mehr. Dann ist vor finito. Dann bist du echt... Bist du nur noch tot. So wie jetzt. Es war jetzt eigentlich nur Dummheit. Aber gut, ich bin jetzt groß. Kann jetzt wieder die Blöcke aufrahmen. Komisch, als ich das blind gespielt habe, war bis hier in dieses Level das überhaupt noch kein Problem. So, und ich glaube, da muss ich hinter denen gehen. Und so geht's auch, jawohl. Aber es ist ja meistens so, wenn man die Aufnahme macht und dann kommentiert, dann wird man von Pro schnell zum Rookie. Aber ihr kennt das ja. So, jetzt muss ich mal eben schauen, da ist auch irgendwie, muss man da hinkommen. Was liegt denn hier rum? Was ist das denn? Achso, der hat da nur ein bisschen komisch rumgehampelt. Gibt es hier noch irgendein Geheimnis? Ja, gehabt mich doch mein Verstand. Nicht getäuscht. Also da gibt es auch öfter so Verstecke, Blöcke und hast du nicht gesehen. Um halt an entfernte Gegenstände zu kommen. In dem Falle Herzen und Münzen. Okay, der muss ja. Sonst kommen wir ja nicht mehr zurück. Komm runter. Weg mit dir. Zack. Was ist hier drin? Na gut, das bringt nichts. So, den weg. Ich sollte öfter mal diese Stampfattacke mit dem Stier benutzen. Die ist gar nicht mal so schlecht. Dadurch betäubt man Gegner. Das mache ich jetzt einmal hier. Der sieht aus wie so ein Fisch, ne? Wenn er so umgedreht ist. Na egal. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Hier rein. Komm runter, du scheiß Schädel. Oh, wieder ein Geheimnis. Aber das bringt nichts, das wird mich nur schlechter machen. Und diesen Stier, den kennt ihr ja schon, ne? Aus Wario Land 2. Ich bin auch mal gespannt, was mich hier noch so erwartet. Und das Geheimnis der Wolke haben wir ja schon gelöst. Aber dieses Reinwerfen, das ist echt nicht einfach. Das ist eine ganz schöne nervige Aufgabe. Was ist hier drin? Ah, da ist der Schlüssel. Den muss ich haben. Ohne das geht's nicht weiter. Ohne das sieht man alt aus. Okay. Gibt es noch lecker Herzen? Erd. Ihr müsst das schon entschuldigen, wenn ich manchmal doppelt was erkläre und rede. Das ist dann halt so. Ich habe gerade mal den Repeat-Knopf im Kopf eingeschaltet. Da redet man öfter mal doppelt.
Na, das haben wir schon. Jetzt hätte ich die Gegner da reinwerfen können, ne? Haben wir noch ein paar Gegner hier? Wollen wir mal rüberlaufen? Nö, die sind alle weg. Ja, also Spiel wäre ja ganz nett, wenn ihr mal runterschreibt, wenn ihr die Wario Land World hast du nicht gesehen Spiele kennt, was ihr von dem Spiel haltet. Vielleicht kennt ihr es auch, ne? Obwohl, ich glaube in Deutschland hat sich dieser Virtual Boy, ist der hier überhaupt erschienen? Ja, aber der hat sich hier so gut wie gar nicht verkauft. Also Sammler werden bestimmt den haben. Aber ich rate das echt ab, mit dem zu spielen. Weil der ist gesundheitsgefährdend. Also das ist wirklich ein gesundheitsgefährdendes Gerät. Ich hatte so ein Ding mal auf. Das ist echt nicht schön. Also wenn man noch nie Zahnschmerzen hatte, dann empfehle ich das mal auszutesten. Dann weiß man ungefähr, wie sich Zahnschmerzen anfühlen. Nein, also so schlimm ist es nicht, aber die Idee war eigentlich nicht schlecht. Nur da war Nintendo mal wieder ein bisschen zu voreilig und hat das Ding in Sand gesetzt. Ne? Obwohl Nintendo eigentlich recht gute Ideen hat. Aber sowas gehört ja auch mal dazu. Wie komme ich denn da jetzt hin? Auf jeden Fall muss man den Drachen da irgendwie bekommen. Da hinten war ich ja auch noch nicht. Aber wie komme ich denn da jetzt hin? Mal gucken, ob es hier irgendein Geheimnis gibt, dass man da reinkommt. Das sieht schlecht aus. Naja, diesmal eben nicht. Ich will das unbedingt haben. Ich gehe nochmal zurück. Komm, wir riskieren es nochmal. Seltsam. Vielleicht von der anderen Seite, dass man da irgendwie von hinten... Ja, das könnte man mal versuchen. Ich gehe nochmal zurück auf die andere Seite. Komm. Das kann auch nicht so schwer sein. Musik ist eigentlich, finde ich, so ein bisschen Gameboy ähnlich, ne? Animationen sind schon besser als auf dem Gameboy, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn das Ding in Farbe wäre, ne, dann wäre das eigentlich nicht schlecht. Dann hätten wir so eine Advance-Qualität, ne? So ein bisschen besser. Aber so ist auch okay. Wie gesagt, das gehört so und damit muss man dann... So, kommt man hier rüber? Kommt man nicht. Schade. Oder hier rüber gesprungen irgendwie. Na, Wario, jetzt mach hier keinen Scheiß. Komm. Vernünftig. Nee. Leider nicht. Leider. Also muss es eine andere Möglichkeit geben. Und die gibt es mit definitiver Sicherheit. Vielleicht hier irgendwas aufmachen. Aha! Eine Tür. Ach so. Das nehme ich auch mit. Das nehme ich auch gerne mit. Aber das ist nicht der Weg gewesen. Nein, das war es leider nicht. Irgendwie muss es doch da drunter gehen. Ja, das ist für einen Drachen, das sehe ich so. Aber da kommt man mit dem Drachen auch nicht so einfach ran. Ich weiß es nicht. Also... Ich weiß es wirklich nicht. Ach, hier ist so viel, wenn ihr mal den Hintergrund euch anguckt. Na egal, wir gehen weiter. Man kann nicht alles finden. So, was ist hier? Vielleicht komme ich auch nur von hier aus ran. Das kann auch sein. Also, will ich nicht ausschließen. Jawohl, jetzt haben wir den Drachen. Ja, man soll auch von der richtigen Seite. Und dann kann man hier diese komischen Flammenblöcke wegmachen. Komm runter, ich will den Drachen behalten. Komm runter. Oh, okay. Und seht ihr diese Blöcke zum Beispiel? Das wusste ich nicht. Also, dass man die zerstören... Kann man die auch zerstören hier? Nee, die kann man nicht zerstören. Kann der noch irgendwas anderes, der Drache? Wir müssen mit dem L und R-Knopf. Nö, kann man nicht. Gut. Ah, jetzt bin ich hier. Alles klar, gut. Dann haben wir das Geheimnis gelöst. Hier käme ich gar nicht mehr raus, wenn ich den Drachen nicht hätte. Aber wir gehen erstmal in den Hintergrund. Hintergrund, sagte ich. Jawohl. Steuerungstechnisch stelle ich mich, Entschuldigung, ein bisschen blöde an. Aber ein für sich steuert sich das hier super. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach. Oh, auch noch eine Tür. Und dann gehen wir doch rein. Dann muss ich nicht zweimal bin. Ah, der Schatz. Sehr gut.
Ich bin mal gespannt, was das da für ein Vieh ist. Also ich meine dieses hier, ne? Das sieht so ein bisschen aus wie ein Radieschen mit einer Maske und an den Seiten ist so ein bisschen Gurke und das ist sauer. So sieht das aus, finde ich. Aber wir werden sehen, wenn wir das Spiel ja durchspielen, wir werden sehen, wer da so eine Fratze hat und wer da so sauer ist. So, und wie ist das hier? Hier muss doch irgendwas sein, um da in den Hintergrund springen zu können. Vielleicht brauche ich dafür den Stier. Wir nehmen mal den Stier. Bestimmt was versteckt. Ja, ich wusste es. Genau, und solche Dinge... Hallo, springst du da wieder hin? Solche Dinge sind häufiger in dem Spiel versteckt. Und ich hoffe, dass wir in den späteren Leveln noch auf einige Geheimnisse und einige Secrets... klar. Einige Geheimnisse, einige Secrets, einige Häuser, einige Houses. Ja, das ist jetzt doppelt gebobbelt, aber egal. Einige Geheimnisse treffen werden. Genau, ich bin zusprachig aufgewachsen. Zusprachig bin ich aufgewachsen und deshalb auch diese doppelte Satzstellung mit den zwei verschiedenen Wörtern in der einen anderen Sprache, die das gleiche bedeuten. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich laber wieder Scheiße. Egal. Also einen Endgegner habe ich hier noch nicht gesehen. Ich meine, so weit habe ich noch nicht gespielt. Hier war ich doch schon. Was mache ich denn? Und ich hoffe, dass es hier wieder den einen oder anderen kreativen Endgegner geben wird. Gut, schließ mal das Smiley-Schloss auf. Ich weiß auch gar nicht, warum das... Es soll hier so eine Art Mine sein, denke ich mal. Ach, da ist wieder der Fettsack, der da... Ja, ich guck mal eben zu Wario, ich fress dann weiter. Und dann wedel ich mit meinem Biberschwanz da rum. Ich glaube, das ist ein Biber. Und stopf haufenweise M&M's in mein dickes Maul. Aber egal, was läuft denn da gerade? Ah, guckt, GZSZ, deshalb ist er auch so primitiv. So, dann wollen wir hier mal weitermachen. Ich habe nicht so viel Bock auf Risiko. Gehen wir mal hier. Ich bin so schlecht in Raten. So, was machen wir als erstes? So, welche Fledermaus sieht vertrauenserweckend aus? Ich finde die linke. Da ist das Fragezeichen so ein bisschen schief. Ja, die war daneben, die alte Sau. So. Dann machen wir das Ganze nochmal. Kann man das an den Fragezeichen? Ich mache die Mitte. Ja, ist klar, dass Elmo da versagt. Gut, das wollen wir nicht mehr riskieren. Bevor wir da alles verlieren. Und ich will noch ein bisschen Herzen farmen. Wie viel haben wir denn? Wir können gar nichts machen hier. Wir haben nicht genug Coins. Ja, toll, Elmo. Toll gemacht. Toll. Kannst nach Hause gehen. Ja gut, das war's. Ja, hier, du kannst mir ruhig mal was abgeben. Ja, frisst du, Mann, du. Egal. So, hier. Warum fährst du jetzt wieder runter, Wario? Das habe ich dir nicht erlaubt. Du sollst nicht nach unten fahren. Du sollst nach oben fahren. Ach, dann sind die Türen auch wieder auf. Okay. Kann man hier irgendwie absafen? Warte mal, ich gehe mal auf Start und Select nehmen. Also ich dachte immer, weil da Save Point steht, dass man da irgendwie absafen kann. Oh! Ein Wasserlevel. Ist hier noch ein Geheimnis? Ja, da brauchen wir einen bestimmten Drachen für. Da ist ja schon der erste Drache. Und da ein Sägefisch. Das ist auch noch ein schlimmerer. Das ist ein Motorsägefisch. Ein Motorsäge-Sägefisch. Heißt das dann so? Ein Sägefisch heißt ja Sägefisch und heißt ja nicht... Ich denke mich schon wieder hier mit Blödsinn voll. Also es ist jedenfalls ein Motorsägefisch, der sich da beim Baumarkt eine Motorsäge gegönnt hat, weil er keinen Bock hat. Okay, ein Geheimnis. Weil das war jetzt unbewusst. Also nochmal zum Fisch. Der hat sich so ein Ding gekauft, weil er hatte keine Lust immer mit eigenständiger Kraft... Was sind das, Piranhas da? Ich hoffe nicht. Was sind das für Fische? Der hatte keinen Bock, so mit eigenständiger Kraft die Knochen von den Feinden zu zersägen. Deshalb ist er zum Hagebaumarkt oder Obi oder Aldi. Da gibt es ja auch mal Aldi aktuell. Da gibt es ja auch öfter mal so Sachen. Ist er auf jeden Fall hin und hat gesagt, ich so zum Verkäufer hier, ich möchte so eine Säge vorne ran, weil das mit den Knochen, ich werde alt. Ich kann nicht mehr so von den Menschen die Knochen absägen. Der Verkäufer hier... Nimm das 4,95 und das ist die Geschichte von dem Sägefisch.
Ich kenne alle Stories von allen Gegnern hier, die werde ich auch alle euch erzählen. Also, sie war die kürzeste jetzt noch. Nein, keine Angst. Nein, nein, werde ich nicht. Hier sind wir auch noch in einem schönen Level. Da weiß ich auch noch nicht, was das da hinten gerade war. Es sieht aus wie eine Moräne. Die nach mir schnappt. Und ich natürlich voll rein schwimme. Vor allem der Gegner. Okay. Es ist nicht so einfach. Es ist schwer. Gut, dann fangen wir wieder von hier an. Ich hoffe, dass ich dann den Flammenwerfer kriege. Und den... Ich nenne ihn jetzt Motorsägefisch. Nee, Quatsch. Motorsägefisch. Da einigen wir uns jetzt auf. Den Motorsägefisch nochmal von vorne hier machen kann. War hier noch irgendwas? Nee, war nix. Komm her jetzt. Dann bitte ich dir deine Säge... entsägen kann. So, da oben gehen wir jetzt da nochmal rein. Ja, wir gehen da nochmal rein. Wir gehen da nochmal rein. So, der Fisch, der da im Hintergrund ist, der kommt in den Vordergrund und wird gefährlich. Aber da warten wir jetzt nicht drauf. Die Fische scheinen nicht gefährlich zu sein. Ich dachte das erst. Komm, verpiss dich, du Fisch. Ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Und jetzt gucken wir uns das gleich nochmal mit der Moräne an. Die nach meiner Meinung nach, gefährlich ist. Also ich dachte erst, sie ist dafür da, um da irgendwelche Bekanntschaften zu machen, aber sie mag mich anscheinend nicht. Gut, sag ich, mich kann nicht jedes Tier mögen. Ich liebe Tiere über alles, aber die Moräne mag mich nicht. Genau, ihr könnt das mal unten reinschauen, was für Tiere mögt ihr denn? Um das Tier ein bisschen aufzulockern. Also, ich verstehe, ich verstehe. Okay, dann ist sie ein bisschen benommen. Ah, gut, alles klar. Wir kommen raus, komm. Aha. Na. So, jetzt ist sie ein bisschen besoffen und denkt, jetzt muss ich mich erstmal kurieren. Ah, das ist gut, dass ich das weiß, dass das geht. Ah! Das war nicht beabsichtigt, die habe ich nicht gesehen. Toll, jetzt wäre so viel gewesen. Gucken, ob ich da irgendwie... Ich habe Angst, Mama. Ich will da vorbei. Kommt man da so nicht vorbei? Doch, kommt man. Man muss nur schnell sein. Aber das hat's ja jetzt gebracht, ey. Für so ein paar Herzen. Ah, ich dachte, da kommt irgendwann ein Stierkopf oder... Ey, ich kann hier jetzt doch nichts erreichen. Oh, was war das knapp. Irgendwie dieser Feuerdrache oder so, aber ich habe nichts gekriegt. Gut, dann geht Wario jetzt weiter ins nächste Level und ist betrübt. Da ist wieder der Sägefisch, der sein Angebot präsentiert, dass er ein Schnäppchen gemacht hat beim Aldi-Markt. Und er ist auch scheinbar nicht doof. Ja. Verseg dich mal hier. Ach, zum Glück, eine Waffe. Habe ich den Schlüssel eigentlich schon? Ich habe den Schlüssel noch gar nicht. Und scheiß du. Die Musik ist ganz smoothie, ne? Also... Finde ich gar nicht verkehrt. So. Wollen wir hier lang? Ja, hier gehen wir mal hoch. Warte mal, wir wollen jetzt mal hier lang. An der Moräne vorbei her. So, komm raus. Komm raus! Willst du mich verarschen? Die ist nicht doof, ne? Die ist echt nicht doof. So, das müsste reichen. Komm. Das ist aber eine erhebliche Abkürzung hier. Vor allem ist sie viel sicherer. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier hinten hin, anstatt durch das Rohr. Wo ich das irgendwie so im Empfinden hat. Und ich glaube, mein Empfinden hat mich nicht getäuscht. Und der Schlüssel. Sehr schön. Komm mal in den Vordergrund, du scheiß Fisch. Jetzt ist er im Vordergrund und ist tot. Jawohl! Der Schlüssel, so wie es sich gehört. Ja, ich mache jetzt immer so circa eine halbe Stunde eine Aufnahme und dann lasse ich das lange folgen. Und Street Fighter ist übrigens auch noch am Start. Das muss ich auch noch mal zu Ende bringen. Da kommen auch noch Folgen. Also ich will das auf jeden Fall zu Ende machen. Sind natürlich einige Street Fighter bei 4. Aber das Projekt wird auf jeden Fall zu Ende gebracht. Das auf jeden Fall. Und das...
das Yoshi's Island auf dem DS, was ich mal live gestreamt habe, kann ich leider nicht nochmal so in der Form machen, weil ich habe ja schon erklärt in den anderen Let's Plays, es ist leider, mein PC ist abgeschissen und da war auch der Spielstand. Ich müsste dann nochmal von vorne anfangen, wenn sich das natürlich 80 Leute wünschen, mache ich das gerne. Aber erstmal nicht. Also erstmal sind jetzt Projekte, die ich wirklich hier mit dem neu aufgesetzten PC auch zu Ende bringen will. Die sind jetzt erstmal dran und sonst nichts. So. Schön, schön, schön. Das sieht gut aus. Ich habe das Geheimnis bzw. diesen Schatz in dem Level habe ich nicht gefunden. Hier soll es ja auch noch einen Schatz geben. So, Wario, schwimm. Ich frage mich allerdings, wie Mario und Wario immer unendlich lange Wasser anhalten. Wasser anhalten können? Sie gehen nicht pinkeln, nein, sie halten unendlich lang Wasser an. Da füllt sich die Blase so über die Jahre mit 80 Tonnen Liter Urin. Ich meine natürlich Luft anhalten. Ich rede mir manchmal auch einen Kram zusammen, du. Na egal. Ist da irgendwas hinter? Das sieht so komisch aus. Da komme ich jetzt nicht ran, da ist bestimmt der Stier für gut. Hier gehen wir mal ganz geschickt vorbei. Ja, ja. War das ein Geheimnis? Werden wir gleich sehen. Sieht da aus, aber mal gucken. Erstmal alles freimachen. Oh, ist einiges. Ist einiges. Halt, Was übersehen? Hier noch irgendwas übersehen? Nee, sah so komisch aus, dieses Steinstück da in der Ecke. Schwimmen, Wario! Oh, das war wieder knapp. Und ein Extra-Leben. Extra-Leben sind immer gut. Obwohl eigentlich so Mario- und Wario-Spiele nicht unbedingt davon zeugen, dass man einen Lebenmangel hat. Da ist Nintendo eigentlich schon sehr human, ne? Sag ich mal, was so die Extra-Leben angeht. So, jetzt habe ich den Stier bekommen. Und würde sagen, ja, sag ich mal, ne? Oder ich sag ja. Nee, ich sag, hier machen wir mal einen Cut. Oder hier mache ich mal erstmal Pause bis zum Part 2. Das soll jetzt erstmal mit Part 1 gewesen sein. Deshalb seht ihr auch gleich, dass ich das berühmte Safe State setze, der hoffentlich jetzt gleich nicht zum Absturz des. Ja, er hat gesaved zum Glück. Nicht zum Absturz des Emulators führt. Aber habe ich nochmal Schwein gehabt. Ja, dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank. Der Part 2 geht genau an dieser Stelle weiter. Also ich mache vielleicht nochmal so. Oder so. Nee. Und dann sehen wir uns in Part 2 wieder. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Wurstwasser-Elmo. Tschüssing.